jetzt. Hallo. Oh. This is not the game. Hallo. Oh, hallo, Chicken. No Chicken, meine ich. Willkommen, einen schönen Nachmittag. Dir auch, Andi. Dir auch, Krabi. Entschuldige mich schon mal, das Lichtsetting ist mittags schon wieder die Hölle. Also es wird mal entweder diesen hellen Fleck hier geben oder einen sehr dunklen Fleck hier unten. Also es ist, ja, mal gucken. Es geht, wenn ich mich weiter zurücklehne, aber mal schauen, ob wir das vielleicht beim Spielen machen. So, habt ihr auch alle Mittag gegessen? Oh, Mikro könnte wieder etwas lauter, dankeschön. Ja, also irgendwie scheint sich das immer zu resetten, wenn ich den Computer neu starte. Das muss ich jetzt jedes Mal vorher lauter machen. Muss ich nur dran denken. Ich muss noch mein Dessert essen trinken. Ja, heute geht es ein bisschen früher weiter mit dieser spannenden South Park Musik. Meine Güte, das ist viel zu aufregend. Ich hoffe jetzt, dass nee, irgendwie sehe ich nichts. Warum sehe ich nichts? Wie Sie sehen Sie nichts. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Wie hat mir das hier gerade auch wieder alles zerschossen an Bildschirmeinstellungen? Alles klar, bis gleich. Bis gleich, Waschmaschine, wollte ich gerade sagen. Bis gleich, Andi. Dankeschön für den Follow. Sehuhu 21. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir müssen leider das Spiel gerade doch mal neu starten, weil es irgendwie nicht zu sehen war. So auch immer. Einen schönen Feiertag wünsche ich dir. Wo kommst du her? Herzlich willkommen. Ist euch auch so warm? Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Gestern war ja in Süddeutschland sehr viel Gewitter. Wahrscheinlich ist es da auch etwas abgekühlt. So, irgendwie sehe ich nämlich dann jetzt nichts mehr, wenn ich das Spiel starte. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt sehe ich zumindest schon mal den Text. Warum ist die Maus hier so klein? Hat er irgendwas an der Auflösung geändert? Kann ich das überspringen? Nein, irgendwie nicht. Skip. So. Muss ich hier gerade noch mal gucken, Display. Ja, warum ist die Resolution denn so hoch? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich Vollbild habe? Macht doch eigentlich keinen Sinn. So. Aha, jetzt ist der Chat nämlich auch wieder da. Sehr gut. So, jetzt muss ich mir hier nur noch mal den Browser zurechtschieben. So. Ja, mal wieder Technikgedöns, wie immer am Anfang. So. Okay, hello, see you. I hope I spoke it right. Sorry for speaking German so much. I had a little bit of technical troubles. But should be okay now. And you should see the game. How are you doing? Do you have a free day today as well? Okay.
Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, starten und uns langsam mal der Katze widmen, die jetzt Chicken auch schon erwartet. Und dafür, das ist quasi unser erster Auftrag. Nee, unser erster Auftrag war, unsere Kollegen aus der Superheldentruppe zu finden. Und gemeinsam wollten wir ja die Katze retten. So, da sind wir, unschwer zu erkennen. So, hier hatten wir noch eine kleine Nebenmission. Da sollen wir nachts nochmal wiederkommen, um zu gucken, wer hier das Auto zerkratzt. Hallo, Mr. Marsh. Hier war, glaube ich, schon das Haus, ne? Oh nein, das war wieder Pupsen. Ich muss nochmal hier ein bisschen die Steuerung checken, nachdem wir eben nochmal ganz kurz in Elden Ring reingeguckt haben. Habe ich gerade jetzt die Quick-Taste für die Map nicht mehr gefunden. So, genau. Hier ist Kyles Haus. Wieso heißt der eigentlich auch? Ach nein, das ist Kyle. Oh Gott, ich erkenne ihn wegen dem Kopf gar nicht. Also wegen dem Hut nicht, meine ich. Die Köpfe sind ja alle gleich. Nee. Oh Mann. Voll verwirrt. Können wir hier noch reingucken? Achso, die hatte ich, genau, da hatte ich schon die Garage gelootet. Ich erinnere mich. Weil er keinen Puphut auf hat, genau, das wird sein. Aber dann wäre es ja Mel und nicht Kyle. Nicht so spannend. Was macht eigentlich der Ton? Ist es eigentlich zu laut? Oder geht das? Mile. So, dann reden wir mal mit Mile, oder? Oder schaue ich mich erst noch in der Küche um? Hier ist auch noch was. Erstmal looten, ne? Hm. Revive Serum. Das ist sehr gut. Snacky Cakes, schon wieder Tortillas. Der Running Gag, ey. Eine Fahrbahn. Was ist denn das? Das sieht aus wie so ein Space Terminal. Ich dachte erst, es wäre eine Halfpipe. Das ist wahrscheinlich sein Landeplatz. For the human kite. Who the hell are you? Really? You sent a newbie to my distress call? You're such a dick, Coon. Sorry, kid, but my problem is too big for a rookie. A few days ago, there was an anomaly in the universe. Another version of me, the human kite from an alternate dimension, showed up here and is destroying everything. Right now, it's upstairs in my room. I don't think anything can stop it. Woher weiß ich, dass er nicht der Böse ist? Klingt so, als müssten wir ihn stoppen. You may not recognize me in my superhero costume, but it's me, Kyle. Ach so, Mile, du bist's. Ich hab dich wirklich nicht erkannt. Er hat mich erwischt. Oh. Gut. Da ist noch ein Eingang in die... Ja. Ich muss leider erstmal hier deine Toilette benutzen, glaube ich. Das ist alles so aufregend. Difficulty 2, alles klar. Ich mache das auch nur wegen der Musik, glaube ich. Je nach oben, unten wickeln ist ja richtig schwer. Ups, ups, ups. So rum. Naja, geht so. War nicht so gut. Aber trotzdem.
trotzdem einen Bonus bekommen. Ich habe ein bisschen Cam-Delay. Also, dass es nicht mehr zum Ton passt jetzt. Oder ist beides delayed? Nee, dann würde man den Delay ja wahrscheinlich nicht merken. Dann mach ich den mal kurz aus. Hast schon Pause gespammt? Ja, nee, dann liegt das an mir. Okay, alles klar. So, ist denn jetzt besser? Jetzt hängt sie erstmal, ja super. Aber war das beim letzten Mal auch? Letztes Mal war es auch leicht verzögert, glaube ich. Ich habe aber noch nicht so eine richtige Ahnung, warum. Die Funktion kenne ich ja noch gar nicht. Das ist ja hier wieder Zoom von Möpi. Die intelligente Gesichtserkennung. Oh, ah, okay, ich verstehe. Din, din, din. Also es ist schon so schlimm, dass es auffällt, okay. Aber ich habe hier, glaube ich, sonst nichts verändert. Bla bla bla. Oh, warte mal. Ist jetzt ein bisschen besser? Er erkennt nur intelligente Gesichter. Ja, bin ich ja froh, dass er auf mich rangezoomt hat. Warte mal, habe ich jetzt Autofokus? Nee, Autofokus war richtig. La 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 la. La blu. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich was mache, dann ist es kurz besser und dann bleibt es wieder kurz hängen. Aber, also wenn ich jetzt hier auf dem Kameramonitor schaue, ist es nur ganz minimal verstellt. Oder? Fast eine Sekunde. Ist es denn noch störend? Oder weil ich habe jetzt gerade keine Lösung, außer wenn ich nochmal alles an und aus mache. Aber ich glaube besser als... Also jetzt scheint mir auch das Problem zwischen... Also bei OBS zu liegen. Weil es hier auf dem... Jetzt geht's gerade. Ah, okay. Ja, vielleicht hatte OBS jetzt kurz noch ein Problem, das anzupassen. Okay, dann lasse ich es erstmal so jetzt, ja? Kurz noch etwas Eisschokolade konsumieren. Yum, yum. So. Cheesing Vial Mission Item. Das soll ich wahrscheinlich noch nicht haben. Da oben? Irgendeine Bumsi-Statue. Seht ihr das? Das sind so zwei nackte Frauen mit dem Hintern aneinander. Naja, ich bin doch extra zur Seite gegangen. Ja. Der war für dich. Eigentlich war er wieder nur aus Versehen, aber naja, ihr wisst schon. Trick and Craig, Steaming Surprise.
Haben wir doch Sammel-Items. Novus Yaoi-Charakter. Okay. Collector, nicht Charakter. Eine Makaroni. Oh, Ike hat hier Dings gemacht. Foto, Ike. Ja. Hast du auch Frame Drops? Weil es ab und an bei mir buffert. Nee. Also bisher nicht. Hey, I want to take one. You can't. Oh, der arme Fillmore. Level 2 Influencer. Können wir nochmal mit ihm reden? Hey, wir haben ein Selfie mit Dada gemacht. Du followst mir. Human kite from another universe is behind this door. I can't fight him for obvious reasons, you know, alternative universe paradox shit. So you are going to have to take him out. You've got to really kick his ass, dude, so that he wants to return back to his universe on the East Coast. You ready? All right, go get him. Zoom. Oh, hey, Kyle, I'm big. Oha. Jetzt müssen wir gleich Bossfight machen oder was? All right, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. As you can see, he is the one running around giving the human kite a bad name. He was sent here to destroy Warum me. Ist sein Kite so klein? No, I came to spend two weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be human kite. But he said, you can't be human kite. I'm human kite. And I said, well, why can't we be human kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be human kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. Remember? I'm sorry, me from another universe, but it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid, you must now destroy my alter ego. Oh, Jesus, we're gonna fight? That's right. If you really want to play, then this is how you do it. Well, all right. This is how you do it. More like, prepare for battle, weakling. Ich bin aber... Oh Gott. Jetzt muss ich natürlich mich wieder erinnern, wie der Kampf ging. I haven't done a whole lot of sparring. Is this a no-contact thing? Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. Ah, ich erinnere mich. War das nicht in der Folge auch so, dass er immer nur gestolpert ist und dann dabei lauter Leute kaputtgeschlagen hat? So, ich würde sagen... Oh, was ist das denn für eine komische Anordnung? Kriege ich ihn dann hinter mich? Sieht so aus, ne? Oh, das war zu früh. Oh, Jesus. Oh my, there's a lot of decisions in this game, aren't there? You can't play. That's a decision you could make. Oh, don't be silly. Ich hab schon wieder zu spät geblockt. Okay, warte mal, jetzt muss ich noch mal... Ah, ja. Punch a distant foe with science. Alles klar. Ja, Multiverse kann aber ja eigentlich noch nicht sein. Das war ja zu früh, das Spiel. Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. That last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, okay, Kyle? Warum? That's some classic alternate universe bullshit. Hey! Wer schon mal hit? Hold on, I need a timeout so I can use my inhaler. Nö. Warte mal, das hier war nur ein Buff, ne? Aber ist ja vielleicht trotzdem nicht schlecht. Two actions. Miss next turn. Ach so. Ja, komm, machen wir mal. Ach so, ja klar. In den Comics gab's das schon. So. Dann mache ich einmal nochmal gerade. Und geh dann nochmal in die Defense wahrscheinlich. Gut, das war viel Schaden. Cousin Kyle, I called a timeout and needed addition. You know my asthma flares up when I exert myself. So, dann machen wir jetzt nochmal den
resistant. I think you sprained my nose. I think this would be a lot more fair. Was ist denn D plus? Some kind of shield, like the state for Tura, which also has a great sentimental value. Dude, humankind is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up. It's totally canon in my alternate universe. Ach, Disney plus. Phew. So, Kazakal just used protection, indicated by the blue bar above his health. Protection absorbs all damage until depleted. Oh, na toll. Auch das noch. Oh, jeez, I didn't think I'd actually hit you. Ist schon in Ordnung. So, wir müssen eigentlich noch ein bisschen Zeit schinden. Mach nochmal den Buff. Turn instead of the new kid because he didn't wait when I said time out earlier, so I think it should be my turn now. Are you kidding me? That's totally cheating. Was für ein anstrengender Kampf. That wasn't too hard, right? I don't want to cause any permanent damage. Er ist genauso fies wie ich. Den Doppelangriffen. Alles klar, dann wieder einmal nah dran. That hurt my shoulder because my shoulder is sensitive because I pulled a muscle catching a balloon. Kann ich, wie ist es denn, wenn ich hier bin? Nee, dann. Achso, nee, sorry, das war ja auch die falsche Attacke. Zurück. Ich wollte die hier machen. Nee, okay, die ist immer nur so kreuzweise. Versteht schon. Oh, jeez, did you have to hit so hard? Alright, here we go. Das sieht gefährlich aus. No. Okay, was macht der? Autsch. Hawk Eye Mask. Aua. Yeah, this superhero stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, you're leaving? Dude, that sucks. Yeah, I'll be going back to my universe now, human kite. I need some camphophonique for my ear because I got a scrape on it by being farted on. Dude, I don't know how to thank you. From now on, call on me whenever you need help. All right. Yes. Combat Buddy. Sehr gut. Dürfen wir auch noch ein Foto machen? Okay, yeah. Nice. Aber doch nicht an deinem Dings. Deinem Handy. Yep, here we are. Ja, ich aber noch nicht. Mein Face ist immer so doof. Scheiße. Ich dachte, er hat sein Handy da noch in der Hand. So, meet Craig's dad at his house. Hey kid, I just found some yaoi. Are you familiar with that term? Oh yeah. Need to talk as soon as possible. It's super important. Ach du Scheiße. So. Vielleicht tue ich mir wirklich das Ding. Mir gefällt die Brille nämlich nicht. Sieht so ein bisschen Batman-mäßig aus. Ich weiß, Hawkeye, aber... Doch, alles das Gleiche. So. Humankind, Elias, Kyle, Mel Proflowski. Glass Elementalist Blaster. Klingt gut. So, das haben wir neu. Muss ich hier noch? Achso, was ist das? Achso, Toolshed, weil wir den noch gesehen haben. Ich muss gleich nochmal auf die Map gucken, wegen dem... V
found in Gerald's room. Show this to him. He's got some explaining to do. Okay, das... So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ah, hier war die Schnellmap. Genau. Ja, machen wir nochmal Open Map. Friends and Friends. Ist denn das jetzt hier die... Nee, das ist Super Craig. Das andere ist jetzt gar nicht auf der Map, ne? Show me oh Gott, hört ihr eigentlich den Regen? Melvia? Ach so, CAF. Okay, sorry, ich dachte, das wäre die Zentrale. Aber das ist das... Ist das jetzt richtig? Meet Craig's house at his... Nee, anders. Meet Craig's dad at his house. Aber warum ist das denn bei Cartmans Haus? Ich bin verwirrt. Seid ihr genauso verwirrt wie ich? Ah, jetzt ist es hier vorne. Das war hintereinander. Okay, kann sein, dass das einfach nur das allgemeine Symbol ist, weil ich den jetzt selber noch nicht gesehen habe. Ich höre leider nichts mehr wegen dem Regen. Ich hoffe, ich brülle euch nicht zu laut. Aber es ist gerade so laut draußen. Oh mein Gott. Ich habe eben noch gesagt, es ist so warm und die armen Leute, wo das Gewitter war, jetzt ist hier voll schlechtes Wetter. So, sein Character Sheet haben wir noch. Wir schwimmen gleich da vorne, Hilfe! Bisschen Hagel ist auch dabei. Ich bin froh, dass es nicht drin regnet. Ja, ich hoffe, die Fenster halten noch aus. Die werden erst nächste Woche gewechselt. Mach schnell den Vorhang wieder zu. Beruhigt sich gleich wieder. Also. Habt ihr euch ein bisschen umgeguckt in der Zeit? Und einige Sachen gefunden. Oben links ist noch seine Elfenkrone aus dem ersten Teil. Natürlich die Gitarre. Ah, es beruhigt sich langsam ein bisschen. Und ein Wetterbericht. Sehr gut. Das passt ja. Aber das Kameraleck ist weg, ernsthaft? Okay, vielleicht war auch nur ein Knick im Dings. Hallo, warum geht das jetzt nicht mehr? Ah. I'm going to be here for a while. Okay, warte mal, hier waren wir drin gewesen, ne? Ja, das war Ex-Room. Und da war Gerald's Ding, alles klar. So. I'm just about done building the kite base. It's gonna be sweet. Auf zu Craig. Mit Randy konnte man noch kein Bild machen, ne? Hey, you were kind of mean to me back there, but you're probably sorry. When can we play superheroes again? Hallo? Ich dachte, du hast einen Leistenbruch. Ruh dich erstmal aus. So. Die Häuser hatten wir, glaube ich, eh schon untersucht, ne? Warte, Karte. Genau, das war unser Haus.
Müssen wir hier nochmal an unsere Kiste, weil da ein Ausrufezeichen ist? Werde ich mal kurz überprüfen. Ich will jetzt nicht nochmal in der Küche gucken, weil ich Angst habe, dass meine Mutter noch weint. Hallo, Krabbel. Ah, sie leuchtet. Powerpump. Twilight Curls. Okay, das ist ein bisschen doof, weil das sieht man eh alles unter dem Helm wahrscheinlich nicht. Diep, 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 diep. Ding, 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 ding. Oh oh. Sechsklässler. War das Sechsklässler? Ich glaube schon. Die sehen böse aus. Look out, Butt Lord. Those are sixth graders. They're the most vile, evil beings known to superheroes. You guys are stupid. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Dude, shut up about my mom's boobs, bro. Why don't you make me sit face? You guys don't know the movies. There might be some boobs in Wonder Woman. Movies are dumb. Let's go shoot some hoops. Basketball's stupid, bro. Doch, geht mal spielen. Dude, we beat up a squirrel yesterday, bro. You guys want to check out more of my sweet dance moves? Who said you have sweet dance moves? Your mom said it right before she let me touch her boobs. Check this out, pussies. Now watch this, bro. This one I learned from Usher, bitches. You tampons can't even step to this shit. Ich glaube, sie waren abgelenkt von seinem schlechten Tanz. Bier, 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 Bass. Okay, da können wir den Bus. When I finish kicking your butt, I'm gonna kick your stupid frog butt. Frogs don't have butts, they have cloaca. Was? Why to toss a fart in the enemy's face? Runter von ihm! Fight! Please don't die. Hallo, Chris. Vielen Dank für dein Raid. Hallöchen. Dankeschön. Wie lief dein Speedrun-Training noch? Hallo, Vince. Wie geht's euch? Habt ihr einen schönen freien Tag? Wir sind gerade in der zweiten Session von zweiten South Park-Teil. Und Marvin ist auch da. Hallo. Ich habe noch 15 Minuten den ersten Run abgebrochen und neu gestartet. Oh nein, okay. Hängst du fest bei irgendjemandem, bei einem Boss oder woran lag's? Don't overthink it, Butthole. Follow your heart. Hallo Tom, herzlich willkommen. Ich frage mich, ob Toms Schnellauswahl für Emotes alles Lurk-Emotes sind. Okay, wir müssen hier den bösen Blödmann, der ist bestimmt auch in der sechsten Klasse, oder? So groß wie der ist. Er hat nämlich da hinten den kleinen, süßen Fratz vermöbelt. Das, da mussten wir natürlich intervenieren. Nee, na gut. Oh je, was habe ich getan? Okay. Oh ja, das ist ja gar keine Lurk-Emotes. Nice. Sehr viele Jakes, das finde ich gut. Und alle tanzen sehr schön. Den zweiten habe ich dann zu Ende gespielt, aber auch wenn ich da einen fetten Fehler gemacht habe, der mit 4 Minuten Zeitverlust gebraucht hat. Ah, okay. Du hast keine neue PB, aber trotzdem okay. Ja, aber ich finde trotzdem, ja, es ist halt Training, ne?
Also jeder Run ist ein Training. Und 4 Minuten ist ja dann noch ein ganz gutes Zeitfenster. Ich weiß, nachher geht es immer nur um Sekunden. Und das tröstet dich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich bin sicher, es sieht schon alles sehr gut aus. Mal gucken. Ich hoffe, ich kann nächstes Mal auch reinschauen und mal einen Run anschauen. Das würde mich auch interessieren. So, jetzt wollen wir aber mal ein bisschen kloppen, würde ich sagen. Bringt das was, wenn ich den nach hinten boxe? Da mache ich erstmal Fernkampf. Ich glaube, ich mache erstmal Fernkampf. Erstmal gucken, was er so für Attacken hat. Jetzt hast du direkt geguckt, wer den gemacht hat, den Pancake. Sehr gut. Jau! Oh Jesus, der hat ja 160, Nein, keinen feuchten Fuzzi. Okay, da wurde mir gerade nochmal die Heilmechanik erklärt. Er hat ganz schön viel Leben, wollte ich nur sagen. So. Humankind ist das erste Mal dabei. Er kann scheinbar Laserstrahlen hochfliegen und irgendwie eine Taschenlampe. Ne, den Schild ist das, keine Taschenlampe. Also 2 Buffs und eine Attacke. Gucken wir mal. Pull allies close and heal them. Okay, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Grant protection to a teammate. Und rake a target with Kai Laser's Eyes. Ja, das klingt, glaube ich, besser. Aber, warte mal. Ah, okay, das kann ich nur in der Reihe machen, ne? Okay, dann bringt das nichts. Dann würde ich doch jetzt erstmal das Schild machen. Frage ist nur, bewege ich mich vorher nochmal vorbei? Ja, das mache ich wirklich gerade. Ja, aber interessant ist, also es hat jetzt wirklich nochmal so eine neue Komponente. Mit diesem, wie nennt man das denn, dieses Hexgitter? Achso, ich hatte hier eben auch das Falsche ausgewählt, ne? Deswegen ging das nicht. Ja gut, dann kann ich das eigentlich nur von hier machen. Dann kann er aber auch eigentlich stehen bleiben. So, dann machen wir hier einmal einen Heal. So, jetzt könnten wir natürlich überlegen. Es ärgert mich halt immer ein bisschen mit dieser Reihensache, dass ich jetzt nur in der mittleren Reihe, glaube ich, angreifen kann, ne? Dann schubsen wir natürlich genau hinter uns. Aber Fernangriff kann ich gerade nicht machen, deswegen. So, aber jetzt könnten wir vielleicht mit Humankind gleich zur Seite gehen. Au! Ja, Laser kann ich aber leider noch nicht machen. Muss ich noch eine Runde warten. Gebe ich mir noch mal Schild. So, und dann kann ich zumindest gleich mit ihm mal die Reihe wechseln da hinten. Und da habe ich jetzt aber auch nur so einen Direktangriff machen und ihn nicht wieder wegschubsen. Aber das ist ja kein Problem. Ach nee, jetzt bin ich schon wieder. Müssen wir mal hier hingehen. Hä? Ich kann gerade nicht nachdenken. Warum geht das nicht? So. Ist er wieder weggegangen. Okay, sehr gut. Jetzt kann er endlich mal angreifen. The best part of being kite is the lasers. No mercy, new kid.
Was passiert denn jetzt, wenn ich... dann fliegt er gegen Kyle wahrscheinlich, ne? Nee, das wollen wir nicht. Dann gehe ich nochmal zur Seite. Mach nochmal den Fernkampf. Er sieht schon ganz schön ramponiert aus. Nein, Kyle! Kite, meine ich. Nice, 33, sehr gut. Dann haben wir ihn ja eigentlich schon fast, bevor jetzt meine Superattacke da aktiviert wurde. Nice! Unser erster großer Gegner. Im Team. Wie Sixth Grade Nemesis. Nice. Einem nehme ich es auf, aber die Fünfergruppe, da traue ich mich nicht. Hallo, ich habe dich gerettet. Bullying begins at home. I blame the parents. You really want a selfie with me? Yes, I saved you. Ja, passt schon. Peter. Watching you defeat that sixth grader was so cool. Maybe I can become as strong as you one day. Sehr gut. Immer noch ein bisschen. Was ist das? Achso, Holz. Schlossen. Das ist wahrscheinlich noch nicht das richtige Haus, oder? Ah nein, das war nicht die Karte, verdammt. Karte? Nein, das ist das Foto. Alter, ich muss noch ein bisschen die Knöpfe rausfinden. Okay, das übernächste Haus. Frage ist, ob ich jetzt schon überall rein möchte. Ob wir jetzt straight zu den Sachen hingehen. Ich weiß ja nicht, ob es sowas wie Nebenmissionen gibt. Sowas wie mit Mr. Marsh jetzt. Jimmy certainly makes some interesting friends. You know you don't live here, right? No. Help Jimmy finish up his big project and sure, I'll take a selfie. Mhm. You run along and play, dear. Someplace far from here would be ideal. You look like you might need some adult supervision. Have you seen Jimmy? Are you two friends or superhero allies or something? Yes, are we? Nicht so kinderfreundlich, die Frau. Okay, aber dann wissen wir zumindest, dass wir... erstmal Jimmy nach Hause bringen müssen, bevor wir hier Fotos machen können. Aber was wir hier bestimmt machen können, ist Pupu. Oh, hier gibt es sogar so eine Treppe. Hm. Sterne. Oh, möchte ich lieber Sterne haben? Warte, Menü. Achso, nee, das ist Make-up, keine Maske. Okay, na gut, dann müsste ich die Maske ausziehen. Das können wir ja mal gucken. Wie die aussehen. Ja, hat auch was. Müssen wir nur die richtige Farbe finden für uns. Wir sind so hübsch. Was haben wir noch? Achso, einen neuen Charaktersheet hatten wir hier noch, ne? Okay. Pupu. Oh, 4? Weiß ich nicht, ob ich das schon kann.
Zumindest ist die Musik hier sehr gut. Jetzt lenke ich mich ein bisschen ab von dem Schwachsinn. Nice moves. Ich glaube, wir brauchen mehr Gas, oder? Ach, falscher Stick, verdammt. Nein. Eieieiei. Poop everywhere. Das war aber eine ganz schöne komische Wurst. Aber habe ich das jetzt... Habe ich das nicht geschafft? Wo sehe ich denn das jetzt? Habe ich verkackt? wo hatten wir denn... Nee, das muss ja dann bei meinen Titles sein, oder? Ach so. Grab in two different toilets and achieve the highest mastery levels. Das haben wir wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, aber bei einer 4-Sterne-Toilette traue ich mich das auch nicht nochmal. Das machen wir lieber mal bei einer einfacheren. So, erstmal nochmal ein bisschen das Schlafzimmer durchsuchen. License Plate, Ukulele. Oh. Sind das Zeitungen? Game Controller. Hier kann ich nichts machen am Rechner. Na gut. Okay, dann können wir hier noch nichts machen. What parent would let their kid dress like that? Ja. Euer Sohn sieht gerade genauso aus, ihr Helden. Oh, das ist der Vater von der Goths. Von Gothmädchen. You don't look like one of Henrietta's chums. That's true. Er will kein Selfie machen. Das ist geil, wie hell das Haus ist. Goodness, Mint and Berry really do combine to deliver full flavor with an intense crunch. Danke für die Werbung. Leftover Chicken Nuggets. Mit Berry Crunch haben wir jetzt auch eingesammelt. Mal gucken, ob Henrietta da ist. Wäre jetzt selber nicht mehr auf ihren Namen gekommen, muss ich gestehen. I cannot conform with you guys all day. Are we really doing this again? Oh, harsh. Oh, don't talk to me, conformist. Psst, no way, conformist. Get out of here! Go away! Are you a conformist? I can tell. I hope all the likes on your post make you feel whole inside, conformist. This town's going to shit, like even more than usual. So we figured we'd try this black magic spell we looked up online. But Henrietta's stupid brother stole the sacred tome we need to do the ritual. So we're screwed. If you could find that tome, kid, well, that'd be pretty goth of you. I can do that. Sobald ich weiß, was ein Foliant ist. Habe ich denn das jetzt als Quest? Nee. Let me know if you find that book. I got more important stuff to do than selfies right now, okay? Okay. Gesundheit. Ein Buch ist es offensichtlich. Darf ich an den Schrank? Blauhaus CD Gorg Keyboard. Sehr gut. So, was haben wir hier? Wer stellt denn da oben ein Bild auf? Und eine Blume. Das muss auch irgendwas sein, was kein Wasser braucht. Gibt's gar nichts. Gar nichts.
Unten sind auch noch Türen, muss ich gleich nochmal drauf achten. Aber erstmal ist wieder Pupu-Time. Alles klar, Chris. Dann mal viel Erfolg beim Kochen und guten Appetit nachher. Und nochmal danke für den Raid. Das war sehr lieb von dir. Bis bald. Geht doch. Ich wollte gerade schon meckern, so schlecht war das nämlich gar nicht. Ah, und ich habe übrigens eben die Bestätigung bekommen fürs Community-Treffen. Also wer von euch dort auch ist, sieht man sich ja dann hoffentlich. Ah, ist das Buch. Das ging ja schnell. Was ist das hier? Das Zimmer vom Bruder oder was? Whoa, did you find the sacred tome? Put it in the spell circle. Go take the picture, jerk. Was? Get out of here. Go away. Ich soll jetzt ja irgendwas mit Picture gesagt. Just gotta light the sacred candles now. Sind das die Sacred Candles? Was muss ich machen? My mom took away my matches, conformist bitch. Ah. Go spray your jizz webs or whatever someplace else, hero. My non-conformity might make you uncomfortable. Okay, das heißt, die muss ich jetzt auch noch finden, oder was? Ach, hier kann ich auch pupsen. Interessant. Ach, aber als Mission ist es auch immer noch nicht. Aber ich habe ja jetzt schon alles gelootet, oder kommt das jetzt erst? Die Streichhölzer. Warte, die war ja unten. Ups. War ja unten die Mutter. Goodness, Mint and Berry really do combine to deliver full flavor with an intense crunch. No, weiß ich nicht. Fragwürdig. War hier noch was? Nein. We just gotta light the sacred candles now. My mom took away my matches, conformist bitch. Okay, kann jetzt noch sein, dass wir... Vielleicht müssen wir das in einem anderen Haus finden. Hier hatte ich ja schon alles gelootet und die Kerzen konnte ich gerade irgendwie nicht anmachen. Soon you will be approaching Super Craig's Fortress of Solitude. Super Craig hasn't checked in, I hope nothing's wrong. Da ist noch was versteckt. Hallo, Dorfi. Na? Wie war dein Tag bisher? Seitdem wir uns heute Morgen gesehen haben. Wie ging das denn nochmal auf? Muss ich hier auch pupsen? Nein. Muss ich die Sachen nicht schlagen? Die so einen Riss haben.
Mist, wieso weiß ich nichts mehr aus dem ersten, zur ersten Folge? Ach so, nee, wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich brauche ich das Exklusivding da oben dafür. Du hast die komplette Bude geputzt. Ja, GG. Wäre gut. Und zwar noch eine Kiste, verdammt. Super Craig. Hi. I'm sorry, but I cannot assist anyone with their problems right now. Super Craig can't find his guinea pig. Go tell him that I'm not playing until I find Stripe. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right. Super Craig is gay. I'll bet Stripe is down in the basement again. We should start in the basement. That's the last place I saw him. Okay. And she's... I'm thinking maybe he smelled the dog food downstairs. I'll stand by the stairs and keep him from escaping. You do the rest, butthole. Be careful. This is probably the most challenging mission you've ever been given. Look, there he is, in the vent. Way up high. Oh! Na super. Dann brauchen wir eine Leiter. Ich glaube nicht. Was sind denn Snappen Pops? Da. Snappen Pops unlocked. Oh, sweet. Those might be handy. You're welcome. Muss ich das konsumieren? Ups. Nee. So, das Dingens. Inventory. Wie benutze ich das oder muss ich jetzt einfach pupsen? Ah, LT. Nein, LT. Press X to throw snap and pops at the correct objects. Ah, okay. I see. Ich dachte, ich muss sie essen und dann kann ich, besser pupsen oder so. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Bin mir aber nicht sicher, ob das Meerschweinchen das nachher überlebt. Einfach überpupsen, genau. Wo ist er denn jetzt? Achso, hier. Und das kann ich ja nicht sehen. Wow, that looked like it required so much skill. Use the power of your ass to overwhelm his super sensitive spell. Jetzt muss ich erst pupsen. Yes, Stripe, a brilliant rescue. But it wasn't just me. We have Buttlord and his sickening asshole to thank. You did it, Doobie. If you ever need help, you can count on Super Craig. Yay! Nah. Stripe is the best superhero partner a Super Craig could ask. Kann ich die jetzt immer benutzen, die Dinger, oder war das jetzt nur für den Raum? Nein. Bitte erlaube mir das. Ja. A Super Craig without a stripe is like a Supergirl without a bicycle. Bicycle. Oh, good. We're done. Units earned. Okay. Dann müssen wir noch mit seinem Vater sprechen. Da ist er ja. Ich will aber erstmal hier. Burrito, Burrito! Ah, ein Rezept, sehr gut. And one pack of Ramen. Yum, yum. Hey there, are you one of Craig's friends? You looking for Craig?
Den hatte ich gerade schon getroffen. Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as Yaoi. Crazy, right? But this stuff is worth a fortune to the right buyer. If in your adventures you find any of these, bring them to me. I will reward you handsomely. Come back with any new pieces you find. Hab ich doch. Oh, hey there, new kid. What are the kids playing today? Ich hab doch eins. Oh, I hear you're on Craig's team. You'll look out for my son, won't you? Oder hat er die, hab ich das jetzt schon abgegeben? Vielleicht brauchte ich das auch nur, um das zu aktivieren. So, was brauchen wir denn hierfür? Ah, wir brauchen mehr Bottles. Ansonsten haben wir genug Kram. Ja, gehen Sie raus. Dankeschön. Pumpo Clean Vibes. Eieiei. Action Figures. Ein Regenbogen. Aliens. Hüte. Cowboy Gürtel. Ein schickes Schuhregal. Hallo, was geht? Space Track. Was für Welle. Himmelsclosure wurde White Angle. Warum leuchtete das da so? Ups. Ich hoffe, das war nicht zu teuer. Jetzt frage ich mich, ob ich noch so manche andere Sachen draußen unterwerfen kann. Aber das waren mehr so Sachen, die... Warum ist hier eine Badewanne voller Haare? Das ist eklig. Okay. Naja. Ich bin einfach nicht so gut da drin. Pferd. Do I need to make a no fuckboys allowed sign for my door? What do you want? Can't you see I'm busy here? Nope. Collect more Yaoi for my dad and then I'll consider it. Okay, Chef. Ich frage ihn nochmal. Oh, I hear you're on Craig's team. You'll look out for my son, won't you? Dann hat er mir das schon abgenommen ohne Reward. Me and my super partner, Stripe, is so loyal and doesn't get butt hurt when he's a little later on franchise plan than me, like someone. You praise me with a guinea pig that I bought you? You're such a child. Dude, get off my post. Oh je. Streit auf Social Media austragen. Not bad, new kid, not bad. Way to go out and get some followers on Coonstagram. I think you're ready for the next level. Head back to the Coon Lair. Coon out. Divine Artifact Receive. Muss ich aber nochmal kurz gucken. Ich... Na. Geht nicht mehr. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Muss ich noch mal an den Sechskesslern vorbei. You see all those little red Lego bricks? That's lava. You try and cross lava, you die. Don't even touch it. Wait, this doesn't even make sense. Who would put lava there? Take that, Coon Friend. Professor Chaos. That's right, Coon. I have strategically placed lava throughout the town. I can't make it too easy for you. What good is the world without a little chaos? Okay, turn it off now. We'll deal with chaos when the time is right. For now, we have to keep our eye on the prize. Coon, out. Professor Chaos, no. Now watch this, bro. This one I learned from Usher, bitches. Das haben wir doch eben schon gesehen. Den Tanz kennen wir schon. So, das war mein Haus. War das hier schon Kartens Haus? Nee, das nächste, ne? Das grüne, genau. Ist gelockt. Muss ich nochmal in die ganzen Dings reingucken. Kann ich das denn hier aufmachen damit? Nee. Was stand da gerade? Need to unlock a new power to solve this. Okay, danke. Ach nee, unten. Fuck. My. Oh. Nein. Poop. Ich wollte auf You gehen, und ist ja oben wieder rausgekommen. You, Mom. Ach, ist das ein Buggy. Ah, there you are, Butthole. Being a superhero is a little harder than you thought, huh? It's okay, you totally suck, but I can't help but feel sorry for you. Hey. Because your dad fucked your mom when you were a child. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. You'll find things like these all over town. The trick is to equip them into your artifact slots. Go on, give it a shot. Launch the artifact app. Ah, okay. Geil. Every artifact has a specific place it can be slotted on your body. Equip this one to boost your strength stats. So, Crystal Capacitor. Conceived in a fit of techno babel, its gamma gyro collapses space-time transient and distribute temporary runoff along your rings. Genau. Okay, das gibt mir, glaube ich, so einen Superboost. Achso, die sind beide gleich gut, aber das ist wahrscheinlich auch beides dieses Ubisoft-Club-Gedöns. Feed by enemies and invited by in-fight catalog marketers, the Matrix Boost Spring Synapse Speed Protection Particles. Junior Coon Friend Gyro. Standard issue super gadget to, for entry-level Coon Friends. Entitles you to equip minor artifacts in the service of Coon and French franchises. Friends franchise. Und was haben wir hier? Hidden Blade. Das hatten wir eben noch das letzte Mal eingesammelt. An ancient artifact from a distant time, where good triumphed over evil, and the haystacks were plentiful. Okay, die geben quasi unterschiedliche Boni. Ich mache jetzt einfach mal für den bisherigen Start auch das. So, artifacts increase your might, which determines your team's combat strength. Defeat stronger enemies, equip more powerful artifacts. Alles klar. Increase your hero rank to unlock new artifacts. Might be a little uncomfortable at first. Your DNA is fusing with it. You'll find more artifacts out there during your superhero adventures. You can even craft your own. Just remember, with great power comes great checks and money. You can change your class at any time by taking a seat at the Coon's table. Ah, da haben wir es ja. I think you're ready to take on those sixth graders now. Go give them hell, butt lord. Artifacts installed. Alles klar. Ja, die Frage ist jetzt,
Wollen wir jetzt nochmal die Klasse ändern? Ich meine, theoretisch könnten wir uns hier mal angucken. Do you want to try out a different backstory? Okay, but this is the last time we're doing this until you finish filling out your character sheet. Yeah, I really just don't see you in that kind of role right now. Okay, well, we'll get working on that character sheet. Ich konnte gerade nichts wechseln. Want to work on that backstory again? All right. Yeah, I really just don't see you in that kind of role right now. Achso. So what kind of replay ist mich jetzt noch ein bisschen. Blaster. A blaster with range powers like Cyclops. As a blazing blaster hero, you began to overheat as the fire in your belly ignited. You wasted no time delivering sick burns into the villains before you. Das ist ja nett, dass man zumindest das Tutorial mit den verschiedenen Attacken jetzt nochmal durchmacht. As the flames cleared, the intruders realized what they were up against. Shit, this little flamer means business. Didn't your mom tell you not to play with fire? The intruders moved into attack. Das sind lustigerweise auch andere als bei meinem anderen Tutorial, ne? Left us no choice, kid. Oh. Enemies closing in. You gave yourself some space by knocking your foes back. Knockback combo. But the intruders wouldn't take getting pushed around lightly. Hey, you can't push us around like that. Little did they know, they set themselves up for destruction. Okay, also ein bisschen mehr mit Tasten spammen. Um das aufzuladen. I'll just get out of the way. Comrade Fallen, the extra ugly one closed in. Ow. Not so hot now, you little flamer. Yeah, we showed him. You were gravely injured, but the intruder's blows only awakened the fires that burned within you. You swallowed the pain and unleashed your ultimate attack. Whoa. Okay. Okay, get out there then. Okay, das heißt, jetzt sind wir aber immer noch im gleichen Kostüm, ne? Flaming Fart, genau. Wir haben eine Bottle gefunden, sehe ich jetzt gerade erst. Ja, wie fandet ihr das jetzt vom Angriffsset? Also eher so Flame-basiert. Anstatt das andere war mehr Prügeln, ne? Sind wir mehr mit Feuerbällen unterwegs. Ich hab nicht aufgepasst. Oh nein, Andi. Warum? Ihr könnt es ja mal ausprobieren und sonst nochmal wechseln, wenn es doof ist. Flame besser als Prügel. Amazing use of fast travel system is up and running. And running, you guys. Zoom. Fast travel. Oh, hey, new kid. You found your first fast travel station. Look for more. They'll make your life way easier. Gotta go fast travel. Activate a Main Street fast travel station. Alles klar. Achso, kann ich jetzt noch nicht benutzen. Dann gehen wir erstmal zur Main Station. Here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Ja. No, I gotta throw a rock at it.
Ist das die Katze, die wir suchen? Those are expensive. Give me the rock. You pussy. Come on, light that shit. No, I'm throwing this rock. Throw something, you assholes. Let's tie a firecracker to that rock. I said I'm throwing this rock. Just throw a firecracker instead. Nuh, those are expensive. Give me the rock. Also, you yeah. pussy. Come on, light that shit. No, I'm throwing this rock. Hey, it's that little Forthy again. All right, Forthy, time to teach you a lesson. Nein, oh, ich wollte nur ranwerfen. Na gut. Sure, invite all the 40 friends you want to this ass kicking. More ass for me. I'm going through a lot of stuff right now and need combat challenge schedule. Heroes get an advantage. Heroes and enemies are evenly matched. Enemies get an advantage, diabolic. Enemies get an extreme advantage. Oh Gott. Nee, ich glaube, wir bleiben weiterhin bei unserer normalen Einstellung. Sehr gut, der ist erstmal geblockt. So, genau, jetzt müssen wir uns erstmal gewöhnen an die. Oh, der geht zur Seite, der rechts. Alles klar. So, bei dem würden wir schon mal richtig Damage machen. Hier könnte ich aber auch schon hintereinander angreifen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. How'd you get lasers? I want lasers. For Forthy Scum, you guys are kind of scrappy. Took that like a champ, Forthy. Schaden. Hallo, Dring. Guten Abend, wollte ich gerade sagen. Aber ich ziehe mir heute mittags. Just take that lying down, bud boy. It's getting windy in here. So, ach nee, der ist leider auch noch. Nee. Ach, ich komme manchmal mit der Steuerung noch nicht so ganz klar, leider. Den würden wir auf jeden Fall killen. Der steht jetzt leider auch links, der Typ. Dann machen wir das doch mal. Greg's blocking power allows him to deflect damage. Alles klar. Blocking powers deflect damage until the character's next turn. On blocking, a character is only hurt if knocked back or hit with enough damage to break the block. Try Greg's blocking power pressing Y. Hey, fuck you. I'm Super Craig. Stupid Craig? I said fuck you. Wobei ich könnte ja auch so eine Rempel-Attacke machen, ne? Guck mal, das macht ihn doch schon fast. If only you put as much effort into your costume as you did that move. Look, dude, you're lucky I even showed up. Ah, guck mal, der wurde jetzt auch geblockt für eine Runde. Fuck him up, new kid. So. Ah! Achso, der läuft weg. Ich dachte, der ist so zombie-mäßig, ist jetzt wieder aufgestanden. So, was wir jetzt natürlich nicht können, ist hier unseren Dingsangriff. Okay, das reicht leider nicht für beide. Das macht 21. Ah, einen habe ich verkackt. Ah. Mist. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank war das gerade, wurde gerade geblockt durch das Burning. Dann mache ich hier mal so ein... Mach ich mein Heal auf dich. Da komme ich nicht dran, ne? Warte. Der ist sowieso noch voll geheilt. Okay. Mach mich nicht nach. Wir hatten nur noch einen? Das ist lächerlich. So. Mal raus aus der Zone. Au! That made me see stars. Ach shit, jetzt bin ich ja wieder in dem Dings drin. Nein. Ja, das war dumm, weil ich ihn nach hinten geschubst habe.
Ja, das hatte ich auch versucht. Ich muss leider nochmal healen. Bin ich hier leider kaputt. So, Super Craig. Finish him. Puh. Das war aber ganz schön knapp. Okay, that was pretty badass. We make a good team. See you, man. All right, that was sweet. Wait till it gets on the internet about how the Coon and friends beat up 4 sixth graders. This is great for our franchise. Kind of sucks for you though, new kid, because now the sixth graders are going to be coming after you. Probably should have done that. That was pretty stupid. Kato, go and get our franchise more followers. Die Katze dann wieder unten? Ja. Aber das war nicht die Katze, die wir suchen. Wir suchen Scrumbles. Oder Scrambles? Wahrscheinlich eher Scrambles, ne? So, ich wollte eigentlich den Fast Travel finden. Nicht Leute verprügeln. Achso, hier ist der. Okay. Das heißt, da muss ich einmal nach hinten in die zweite Reihe. Da brauche ich noch ein paar Bilder. Ja, sonst haben wir erstmal nichts zu tun, außer mehr Selfies machen. Jetzt frage ich mich aber gerade noch. So, hier ist Henriettas Haus. Okay, vielleicht sollten wir die anderen drei Häuser noch anschauen. Vielleicht finden wir auch die Streichhölzer noch. So, was habe ich hier? Achso, das war auch ein Artifact recovered. From a cable, Cabell, and directly Sith Graders. Determine the set of global Catmania pandemic. Okay, das ist sogar noch ein bisschen besser als der andere. Ist klar. Zeug damit steht man seinem Hand auf Bonus Damage to deal when successfully pressing A while attacking. Oh, nice. Ultimate gravity determines how fast your ultimate meter fills when executing a power of pressing A when hit. And status effects if damaged increase the amount of damage done by burning, grossed out, shocked and bleeding. Health recovery determines how much health you gain by successfully pressing A when hit. Okay, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Knockback combo damage determines how much bonus damage you do when you knock an enemy into something. Alles klar. Da ist ja eine Mel in der Kiste drin. Hallo Mel. Bonus ally health increases the amount of health your buddies have. To learn more about stats, access pause menu, help section, then select the menu category. Alles klar. Guck mal, Mel, du bist jetzt in unserem Team. Du bist jetzt leider Humankite. Weil irgendwie waren wir eben dabei, dass er einen dass er einen Hut auf hat und ich deswegen ihn nicht erkannt habe. Deswegen bist du jetzt Mile Broslowski. Weil wir dann wieder bei dem Pupu-Head waren. I'm sorry. Der Chat ist schuld. Aber du bist in meinem Team. So. Okay, das haben wir abgeschlossen. Das habe ich angeguckt. Dann auf zur Main Street. Überall sind heute Hüte, ja. Das ist richtig verrückt. Das ist, der gehört zu... zu Chaos Troop. Alles klar. Okay. 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 Eieieiei. Okay, da hinten ist Mosquito, aber eigentlich wollte ich doch Taco Burrito. Ist das weiter links? Hä? World Raisins is blocked by stupid lava. The LA on Main Street is clear. Ach, da ist es. Das Bild will ich sehen. Nein, es gibt kein Bild.
Mercedes got me extra napkins. What a doll. It's good cause these things are super messy. Porsche always give me extra thingy sauce. You rule, Porsche. Just hanging off my girl Lexus, you know. Okay, Clyde. Oh, hallo, Jan. Sorry. War hier gerade noch ein bisschen in meinem Instagram-Account versunken. Wie geht's dir? Hast du einen schönen freien Tag? Danke, Team. Bestes Team. Ja. Da freue ich mich. So, das hatten wir schon. Gut. Aktivieren wir den mal. Kleid, raus da. Good to go. Find more stations to expand your network. And when you get into trouble, FastPass will be there. Bye. Der war wirklich sehr schnell. Oh, entschuldige, Jan. Tut mir leid. Dann hoffe ich, hast du trotzdem einen schönen Tag. FastPass. Aber war das jetzt auch ein Combat Alley oder ist das nur so ein Umgebungs-Alley? Ach, Character Sheet not found. Geht das nur? Nee, guck mal hier, bei dem haben wir doch auch den Character Sheet nicht. Hm. Müssen wir mal gucken beim nächsten Kampf, ob wir ihn einsetzen können. Müssen wir erstmal mehr Fotos machen. Ups. Is it too early to start drinking yet? That's a rhetorical question. Ah, to be your age again, kid. I really peaked too early. So, die Frage ist, gehen wir jetzt straight zu Mosquito wegen der Schwäche? Wahrscheinlich schon, ne? Ansonsten müssten wir in die Schule für eine Quest und zu Father Maxi. Beziehungsweise eigentlich wollte ich doch hier die Häuser noch angucken. Dann lass uns erst kurz zum Mosquito gehen und dann gehen wir die Häuser angucken und dann langsam in Richtung Schule und so. Okay, das ist noch ein Haus weiter. Hallo Soda, einen schönen Montag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ich gehe mal in ein Geschäft rein. Oha, lange Ladezeit. Ist das, weil das der D-Mobile Store war? Und da das Internet immer langsam ist? Cell plan, kid. Might I interest you in a contract that makes your current one look like dog shit? eigentlich nicht. What'll it take to put you in the seat of our friends and family plan today? Can I interest you in a new contract with up to 5 GB of data per month? Ooh, I'd love to do that after you purchase a phone plan. Oh. Ich hab doch kein Geld. Oder nicht so viel, sagen wir es mal so. Was kostet das denn? Sonic Fecalizer Artifact. Infrasonic Warfare Device conceived by two Shed Fathers. Bolster fighting abilities by converting sound into signal charged brown noise. Geht. Plus 30% Knockback-Combo Damage. Das ist ja nicht so schlecht für Dings, für die Rempel-Attacke von Craig. So, was haben wir noch? Boombox Gloves? Okay.
Boombox Headwear. Boombox Suit. Bucket of E-Waste Duct Tape. Achso, das ist wahrscheinlich... $30. Ach du Scheiße. Beides Hot New Data Plan now with 10% more gotchas than the leading competitor. Ah, was hast du denn angeschaut, Jan? War was Gutes dabei? Ja, das hier würde ich ja eigentlich gerne kaufen. Und dann haben wir noch weniger Geld. Müssen wir uns mal merken. Come back anytime. I just love helping people commit to a 2-year contract with unlimited texting and voice. Schnell raus hier. Ist das? Nee, das. Das war nicht der Weg, ne? Ich glaube, das war der falsche Eingang. Oh je. So ein Cheesing While. Macaroni. This is not the way. Planet Zoo. Ah, okay. Das hat dir gut gefallen. John Clancy's Rainbow Six Rogue Spear auf dem Game Boy Advance. Gerade Harry Potter und der Gefangene von Azkaban auf dem Game Boy Advance. Oh, wie sind denn die Harry Potter Spiele so? Ist das, ist das auch so rollenspielmäßig? Promoters needed. Add SPPD, Comedian, Actor, Cop? The Headshot Job. Talk to Mr. Adams in the police station. Meow? Detour. Area closed. Miau. Komm ich da hin? Scheiße. War das unsere gesuchte Katze? Hi, Hannes. Na, wie geht's dir? Lange nicht gelesen. Ich hoffe, es geht euch gut. Seid ihr wieder fit? So finde ich ganz gut, aber Aufbausachen sind nicht so mein Fall. Ah, okay. Ja, gut. Aber vielleicht im Zoo-Kontext. Das macht es nochmal anders. Ist nochmal ein bisschen anders. Ja, also bis 17 Uhr mache ich auf jeden Fall noch. Dann kannst du noch ein bisschen laufen währenddessen. Oh nein, das ist eine öffentliche Toilette. 4 Sterne. Port-a-Potty. Heißen die so? Ist das Dixie-Klo auf Englisch? Also der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens auf dem Game Boy Color und Gefangene von Azkaban auf dem Game Boy Advance sind JRPGs. Oh, interessant. Aber ich wusste auch nicht, dass die schon so lange... Oder sind die nachträglich entstanden? Game Boy Color? Da gab es doch noch keinen Harry Potter, oder? Hallo, Lickdum, na? Öffentliche Toilette. Joa. Wir sind gerade von der holländischen Grenze zurück, haben da Freunde besucht. Ah, cool. Schön. Ich mag Holland. Habt ihr auch was Leckeres mitgebracht? Also, ich meine jetzt keine Drogen, sondern leckere Süßigkeiten. So, ich muss hier kurz mal... Beachtet mich gar nicht. Oh nein, auch noch wenn die Leute da vorbeigehen, das ist ja richtig schäbig. Diese Doppelsachen kann ich irgendwie immer nicht. Wo ich Knöpfe drücken muss und irgendwas hin und her wackeln. Das war nur okay. Das meine ich. Da brauche ich 3 Finger für. Das kann ich nicht parallel machen. Ja, genau.
Eieieiei. Käsefondelle zum Beispiel. Kann man auch aus Holland mitbringen. Der Kalle hatte eine Lebensspanne von 98 bis 2003. Uiuiuiui. Schwerer als Guitar Hero, ja, definitiv. Klo Hero. Okay, hier kann ich irgendwas machen, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Oder? Soll ich das schon mal machen? Ich werde ja bestimmt was gegenwerfen. Okay, Mist. Jetzt habe ich das zwar schon runtergehauen, aber... Kann ich die hier runterhauen? Nein. Ups. Ach, dieses Zielen ist nicht so einfach. Da kommen wir noch nicht hoch. Aber jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Die Moskito ist noch weiter links. Alles klar. Mann, hätte ich da eben bei der Katze irgendwas anders machen müssen, dass sie nicht gleich weg... Okay. Hilfe! Hätte ich gerne Fried Chicken. MFC. Eieieiei. Das war gruselig. Was ist das? Remember the Wonder Twins? I remember Barry. Yeah, remember? Remember that? Remember when Wonder Woman had an invisible jet? Oh, I remember that. Oh, I remember. Ja, haben ein paar Süßigkeiten geholt, wenn man schon mal da. Sehr gut. Ich hatte mir ja auch vor... That's raisins, new kid. Mosquito must be inside. Get in there, but do not be tempted by their amazing wings and hot bitches. Kein Problem. Kein Problem für eine vegetarische Frau. Eine vegetarische Hetero-Frau, so. Ich habe ja auch vor ein paar Monaten noch mal was bestellt aus Holland. So Hachelslach und so diese Zimtstangen. Hi, Member. Gut, dann gehen wir hier noch rein. Hi, welcome to Raisins. Yep. Ach, der Laden ist so schrecklich. Das unterstütze ich nicht. Ah, vielleicht kann ich mit den Selfies machen, weil die ganz verwirrt sind. Sorry, I only follow psychic superheroes. Sorry, I'm only into brutalist superheroes. Na toll. Oh, wie fies. Muss ich dann zweimal die Klasse wechseln, um jeweils mit dem... Okay. Rip Snyder. Ja. Sorry, I only follow elementalist superheroes. Ich nehme trotzdem deinen Kuhncakes mit. Yeah, I only take selfies with assassin superheroes. Oh Gott, gibt's hier nicht einen mit meiner Klasse? Okay, die jetzt mit meinem abgesperrten Bereich. One of our reasons girls will be right with you. Thank you. Just the cutest thing. He sure can eat a lot of wings. Ist ja auch ein Mosquito. I flew into the sky and I beat up all the bad guys. Wow, I didn't know mosquitoes could be so tough. Yeah, well, ever heard of the Zika virus? Another plate of wings, cutie? Sure, just put them on my tab. Big spender. Hey, beat it, kid. These are my women's. What superhero are you? Super, wait. Oh my god, the mission! My fellow superheroes! I've completely forgotten! Na toll. Back away, temptresses! Mosquito knows what you were trying to do! What are you talking about, kid? The Raisins girls are Mosquito's kryptonite. You gotta get me out of here! Well, okay then, here's your bill. I think not. You tried to charm me, I will not pay this bill. You have to leave a tip, asswipe. They aren't going to let us go without a fight, kid. Ja, Dickskopf gesagt. Oh oh. Oh oh. So, Entschuldigung, jetzt war gerade eine kleine Cutscene, beziehungsweise Gespräch. Hallo! Mel Nummer 2. Kleine Mel, genau. Na, bist du auch gut von der holländischen Grenze zurückgekommen? Melüchen. Auch sehr gut. Ja, das Käseschnitzel kann man hier bestimmt auch bestellen.
Ja, Cam ist gerade, habe ich auch gerade gemerkt. Weiß aber auch nicht jetzt, ob das am Spiel liegt. Kann zumindest noch mal kurz probieren. Ich drehe sie noch mal ein bisschen im Kreis. Dann wird es bestimmt besser. So. Din, din, din. Okay. Hoffen wir mal, dass es jetzt wieder ein bisschen besser ist. Ja, ein bisschen hängt sie, glaube ich, noch, aber... Okay. Oh Gott, wir sind noch eingekreist. Ah, okay, das sind Mercedes, Porsche und Lexus. Now I see. Order up, kiddies. Oh oh. Na toll. Direkt gecharmt. You're gonna need a total makeover. We need to punch some sense back into Mosquito. I feel so tingling. You're just jealous of my whirlwind romance. Jetzt muss ich den auch noch den bekämpfen? Bin verwirrt. Mosquito is charmed. You can use inspection mode to learn about his status. Time to move. Alles klar. Mosquito is charmed status indicated by the icon under his health bar. Press A for details. Okay, here you can see the effects of charm and how long it will last. Wo war das jetzt? Da. I'll admit, an order of wings sounds good. Und 3, 1 turn left. Alles klar. Bin auch gut zurückgekommen, hatten einen guten Fahrer. Ah! Hm, aber ihr hattet einen guten Fahrer? Doch, dann ist Hannes gefahren, oder? Wart ihr noch mit mehr Leuten unterwegs? Er ist schockverliebt, deswegen kämpft er gegen dich. Ja, ich merke das schon, aber die Frage ist jetzt, ob ich ihn auch hauen muss. Nee, ne? Ich will ihm doch jetzt nicht wehtun, das ist doch Quatsch. So, was kannst du denn eigentlich? Hier, Fastpass. Okay, das ist schon mal schlecht. Swap spots with an ally and heal them. Okay. That's interesting. Damage foes and grants Fastpass Invisibility. Warte mal, der macht 2. Dann mache ich das doch hier. Dude, pace yourself. Nice. Go down, new kid. Gut, dann gehe ich hier hin und mache den Dreier. Oh, die wird auch noch getroffen. Nice. Congrats, super friends. After we beat you guys up, do you want to buy a reasons calendar? Ouch. Next time I'll go for the eyes, babe. Now, who ordered the old-fashioned beating? Cold as hell? Alles klar. Oh Gott, das geht richtig schnell. Hier muss man echt aufpassen. Ihr wart mit Freunden unterwegs. Und er ist gefahren, nicht Hannes. Sagen wir jetzt gerade, dass Hannes kein guter Fahrer ist? Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. So, you guys having a good time today? Sure am. Warte mal, der geht bestimmt nur so, ne? Da muss ich doch den machen. Mega Pump Push. Impressive who's someone who can't break the laws of physics. Tu ich jetzt Jimmy gerade weh? Ich sehe es nicht so richtig. You okay, Super Craig? Sure, I'm fucking fabulous. Seriously, guys, the wings are really good. Ow! Leave the love of my life alone, guys. Let's make this quick. Okay, nee, er wurde bisher nicht getroffen. Das ist doch gut. So, eigentlich werde ich jetzt so ein Swap mit mir gar nicht so schlecht, ne? Damit ich mich heilen kann. You wanna heal? I gotta heal. Nice. This ought to do the trick. So, und jetzt kann ich... Naja, die Frage ist... Wenn ich jetzt den hier mache... Ja, dann machen wir die eine mal weg.
gape in amazement. Dude, you are trying way too hard. Alter, diese French Manicure ist echt heftig. I'm gonna whoop you like my mama did my daddy, sweetie. Okay. Ich fahre nur nachts gut, wenn die Straßen frei sind. Auf keinen Fall morgens, alles klar. So, eigentlich müsste ich die hier mal bearbeiten, ne? Aber die... Da komme ich gerade nicht dran. Deswegen rempeln wir dich mal. Your punches make the blood pool nicely under their skin, Super Craig. Prime for drinking. Well, dude. Nice, Ultimate ready. Was macht denn sein Ultimate eigentlich? Revolting Barkhold grosses out foes. Ja, die Frage ist, ob ich dann nicht lieber auf ein anderes Ultimate warte. So, was machst du denn eigentlich hier Schönes? Weiß Lifesteal, wir fly by Flash. Klick Lifesteal auch. Okay, sehr gut. Nice. Das wäre auch dieses Outgrossen. Dann mach ich mal den Lifesteal, glaube ich. So, deins wäre Trample and apply Burning to all foes in a row. Na, sie stehen aber jetzt wieder so ungünstig. Mach ich die jetzt erstmal fertig, bevor die wieder hier mit ihren Nägeln? Ja, ne? Die Nägel sind aber auch gefährlich. So. Jetzt komme ich nur wahrscheinlich nicht weit genug, ne? Death Father Blaze grows out and burning. Naja. Retten wir sie halt weg. Nase zu, Jimmy. Vitally Chalice. Und 25 Cent. Nice. Wir kommen unserem D-Mobile-Vertrag näher. Nägel sind immerhin das zweithärteste am Körper. Come on, this is our chance. Das stimmt. Das ist das ersthärteste. Knochen? Zähne? I don't know. You can't be a superhero without something that you're powerless against. Any particular phobias? Any emotional hang-ups? I mean, come on, there's gotta be something. Look, it's okay, I'm on your team, but kid. You can tell me. All right, let me see your character sheet. Old people. Found decision, and one you live with for a lifetime. Can you change it? No. Naja, eigentlich schon, ne? Also theoretisch, wenn die Raisins Girl seine Schwachstelle sind, kann ich auf jeden Fall die Crab People nicht hauen. Tastes like crab and look like people. Want to overthrow mankind, those guys. Exactly those guys. Great, job done. Your kryptonite is officially noted. Even though Mosquito must be off. Call on me if you should need me, Coon Rand. Jetzt, was mich noch ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob das jetzt eben... okay. Eben mein Fehler war, dass ich die falschen Leute irgendwie ausgewählt hatte. Aber scheinbar kann ich das jetzt erst machen. Okay, so viele Apps. Hier kann ich mein Team zusammenstellen. Use L to select the body you want to swap out and press A.
Alles klar. Der ist ja eigentlich ganz nice mit dem Selbstheilen. Die Frage ist... Ich glaube, ich hätte halt Humankind eigentlich auch gerne wieder drin, wegen der Heilfähigkeit und dem Blocken. Oben hatte ich jetzt nur... Ach nee, das war es sogar schon. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Hier, Detective Conan Band 32. Ah, der ist leider bei meiner Mutter noch im Keller. Sonst könnte ich da wirklich reingucken. Habe ich das jetzt gespeichert? Ja, okay. So. Ja, kurz mal noch hier die neuen Sachen anschauen. Okay, dafür muss ich auch zu Geralt. Was macht denn der Cup, der macht... Oh, plus 25. Boost Self-Esteem with only a slight risk of contracting Stalker Syndrome. Ja, auf jeden Fall besser als das davor. Weiß nicht, diese Sachen, diese extra Sachen, die wir von vornherein bekommen haben, will ich gerade irgendwie nicht einsetzen, weil das ist irgendwie so ein bisschen cheaty, finde ich. Okay. Dann haben wir noch Go to School. Ich wollte aber ja erstmal die... theoretisch könnten wir auch wieder an unsere Kiste scheinbar. Okay, ich gehe erstmal in die Häuser und dann haben wir auch theoretisch auch noch hier das hier mit der Police Station. Brauche ich da, aber da brauche ich theoretisch keinen Fast Travel, ne? Wo fährt denn der Bus? Gibt es hier noch eine andere Bushaltestelle oder kann ich nur von dort mit dem Bus irgendwo hinfahren? Befürchte fast. Ja, da müssen wir leider doch zu Fuß, aber da muss ich gerade nochmal gucken, ob ich besser. Ne, linksrum macht keinen Sinn. Dann müssen wir dort doch durch die Alley gehen. Ja, gehen wir nochmal zurück. No problemo. Ach nee, dann müssen wir hier davor vorbei. Ja, ja. Bin ja schon weg. Talk to Mosquito. Oh, was habe ich jetzt angeklickt? Hey, new kid. Come see me and let's work on that outfit of yours. You need help. Hallo? Warum beleidigen mich hier alle? Like, seriously, super fashion emergency. Was hat die denn? Frech. Baby. So, was war jetzt mit Mosquito? Den sollte ich irgendwo treffen, outside? Oder muss ich da in den Questlog? Ach nee, das hat sich bestimmt gerade aktualisiert, oder? Hey, Dickface, you and your superfriend Mosquito better watch your backs. Oh je. Ich glaube, wir haben uns Feinde gemacht. These girls are so mad, they're hunting for me all over the town. You can help me, keep them back. Ah ja, ja, hier passiert so viel. Nein, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Richtig frech. Master All Raisins Ripper Character Sheet Titles. Raisins on a Rampage. Das klingt wie so ein,
als ob man so hier diese Rundenkämpfe oder sowas machen so, muss, so Arena-Kämpfe. Aber es ist also wie so eine Endlos-Challenge. Ah, das mache ich aber jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Dann gehe ich jetzt erstmal doch in die Häuser und dann gucken wir mal, wie spät es dann ist. Krabi findet es auch cool. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich noch tun soll. Your mother picked out that outfit for you? Someone should have a word with her. Okay, sure. Boy, won't Wendy be surprised. Mrs. Testaburger. Okay with you if I go back to work now? Wonderful. Hier ist noch ein Bild. Ah, ich komme da nicht hin. Warum nicht? Warum nicht? Hier. Push me higher. Alter, was, oh Gott. Gut, dass ihr das gerade nicht seht hinter eurem Chat. Locked, verdammt. Entschuldigung, aber was ist in diesem Pool drin? Das Spiel ist so wild, erstmal in ein fremdes Haus und alle Schubladen durchsuchen und keiner sagt was. Naja, klassisches Rollenspiel, würde ich sagen. Okay, Gott sei Dank kann ich da nicht rein. Aber ich weiß nicht, hier muss man wahrscheinlich noch irgendwas machen, was ich jetzt noch nicht machen kann. Das war aber auch eine Firma, also da ist das in Ordnung. Zu Hause würde ich sowas ja natürlich auch nie machen. So, ja, dann gehe ich. Nee! You're smart to run from chaos. Ha! Na? Das hat aber ein bisschen mit den Ladezeiten. Aha. Ui. Fünf Stück. Ich kann nichts dafür, die haben mich angegriffen. Eigentlich sollten wir ja noch nicht mit Chaos kämpfen. Na? Ist mein PC gerade ein bisschen überfordert? Aber CPU sieht eigentlich okay aus. Überlastet, okay. Ah, jetzt kann ich was machen. So, dann mache ich hier mal am besten den Laser, ne? Oh, kann ich sogar von hier machen? So. Tatsache. Mache ich denn mehr Schaden, wenn ich näher dran bin? Nein. Weit, weit, weit! So, Mosquito. Ich kann auch so ein Ding-Attack machen. Die reicht aber nicht, schade. Dann machen wir eine normale Attacke. Ah, den letzten Verkehr. Auto, runter von der Straße. Gleich weiter. You
trying to get killed or something? Nein, wir spielen nur. Warte. Ja, das sieht gut aus. I love when you sear them like that. Seals in the juices. I feel icky. Who wants some chaos? Oh. Here I go. Vorsicht, Humankind. So, dann mache ich, glaube ich, mal so eine Rempel-Attacke. Ja, der wird dann sofort weg. Ach nee, hier kann ich gerade nicht hin. Autz. Ah! Die machen auch noch Schaden, wenn die sterben. Das ist gut zu wissen. Den kriege ich leider nicht klein. Könnte ich sogar beide treffen. Ja, dann mache ich nochmal so ein Dings an. Hey, I'm just a minion. Pandemonium. Nein! Moskito! Dann mach mal am besten so eine. Achso, ne, habe ich jetzt hier keine Inflicts Lifesteal bei Feeding on a Foe. Klingt aber wahrscheinlich auch nicht so viel, ne? Achso, hier wäre auch Lifesteal sehr gut. Dann machen wir das so. Oh nein! Moskito! Ah, okay. Ich könnte jetzt so ein Heal-Dings nehmen. Oh, I'm up. Okay. Die Frage ist. Warte mal. Ach nee, da komme ich nicht hin zum Heilen. Das ist ja dumm. Die Frage ist nur, ob ich was brauche. Also brauche ich ihn. Wir haben ja jetzt nur noch zwei, wenn ich den hier jetzt wegmache. Ja, hat es 3 gegen 2 gereicht auch, oder? Guck mal, der hat auch schon fast nichts mehr. So, dann haben wir nur noch den da hinten. Das reicht nicht. Muss stehen machen. Oh. Bei der Auflade. Go fuck yourself. Feeling kind of wrathy right now, I won't lie. Jetzt bin ich. Ah, okay, doch. So würde ich ihn erreichen. Ja, dann machen wir das. Ist übertrieben für 4 HP, aber was soll's. Classic Final Fantasy Move. My mind. This is the part where the bad guys regret their life choices. Chaos Employee Orientation DVD. So, sehr gut. Hallo. Look at you with all that storage on your device. Juhu. Outstanding. God, I feel like I've been waiting 3 years for this bus. Damn it, forgot to thaw the meatloaf. Guess it's the dollar menu again. I can't believe I agreed to this. Wir essen auch gleich Fast Food. So, jetzt bin ich aber jetzt. Legt sie mich doch wieder rein. Sie grinst doch bestimmt gleich, ohne Zeitung, genau. Little cuckoo kid. Cuckoo.
Hier ist immer noch Lava. Oh, oh. You want some of this, 40? Nein. Is a little 40 of Wade? Scheiße! Nein, jetzt hat er mich getroffen. Ah. Nein. Oh je, das wird schwer. Jetzt sind die auch noch First Hit. Mist. Okay, das ist aber erstmal der hintere. Das ist ganz gut. Nein. I. Popel. So. Das macht aber sehr wenig Schaden, oder? Nach weiter vor kann ich nicht. Ja, komm. Moin, Sarix. Das müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Hast du es angefangen, aber nie beendet? Weil es dann keine Lust mehr gemacht hat oder einfach zu viele andere Spiele? Bin mal auch gespannt, wie lange es insgesamt dauert. Wir sind ja jetzt noch nicht so lange dran. Aber das erste war ja schon relativ umfangreich. Au! Das hat weh. Ich glaube, da muss ich ja mal heilen gehen hier. Habe jetzt mal eine halbe Stunde gespielt und hat mich dann nicht gepackt. Will mir aber eigentlich noch eine Chance geben. Ja, wir sind jetzt so, also letztes Mal hatten wir, glaube ich, eine gute Stunde gespielt. Ein bisschen über eine Stunde und jetzt sind wir knapp 2 Stunden dran. Also ganz so weit vorgegriffen haben wir noch nicht, wegen Spoilern jetzt. Ja, es gibt sehr viele Spiele. Ich habe es auch super lange vor mir hergeschoben. Jetzt bin ich aber eigentlich ganz froh, dass ich nochmal reingeschaut habe, weil sie haben sich ja doch ein bisschen Mühe gegeben, hier die das Kampfsystem nochmal zu upgraden. Und der Rest ist halt auch weiterhin lustig, wie auch die anderen Gags dann in der Vergangenheit beim ersten Teil. Hast du den ersten denn gespielt? Geht das nicht? Sind die zu weit weg? What superhero shit should I do? Okay, vielleicht muss ich... Was war das nochmal? Gain Block and Inflicts Enrage. Ja, machen wir das mal. Fick Bert! Außerdem lerne ich hier auch noch neue Begriffe. Okay, hier müssen wir jetzt mal raus. Dann könnte ich aber... Ich hoffe, ich nicht dann das... Das Ding, ja, ne? Dann gehe ich ja hinter den. Das Kampfsystem auch mega spannend. Den ersten habe ich circa halb durch auf der PS3. Ja, der ist ja auch sehr, wie gesagt, sehr umfangreich. Da passiert ja noch einiges. Auch nach der ersten Hälfte noch. Fand ich aber eigentlich auch ganz interessant, dass sie sich dann doch so viel Mühe gegeben haben mit dem ganzen Inhalt. So, schön da rein. New Kid ist dran. Kann ich aber wahrscheinlich wieder nichts machen, ne? Weil ich hier doof stehe. Ja, zumindest den könnte ich. Supercrack kriege ich da leider nicht raus. Ja, das tut alles so weh. Ach, kann ich jetzt Supercrack auch gar nicht? Warte mal.
Doch, dann mache ich einen Block auf Super Craig. Bis der jetzt das Ding nicht so abkriegt. Ach, jetzt ist er doch wieder aufgetaut. Naja. Okay. Ups, nee, jetzt war ich auf Health Items. Mache ich jetzt den Knockback? Riskiere ich das jetzt? Ich riskiere das. I can't say no to kicking some forthy ass. Ah, nice. Jetzt ist sein Typ aber auch kaputt gegangen. Sehr gut. Da ist mein Plan ja doch so halb aufgegangen. So. Das macht 55 Schaden. Ja, dann hauen wir das doch gleich raus. Dann kotzt er vielleicht noch und stirbt dann daran. An der Kotze. Geht. So, und jetzt noch ein Feuerpunch. Da haben wir es. Alles klar, Sarix. Danke für deinen Lurk. We win. Bisher läuft es auch einigermaßen mit den Kämpfen. Den kann ich gar nicht kaputt machen. So. Wir müssen noch... Achso, dann können wir auch gerade hier ein Gemälde abgeben, ne? Und müssen dann in das nächste Haus. Ach wie, das ist nur Scrap? Ich dachte, das wäre jetzt voll wichtig. Naja. Let me know if you find any more artwork for my collection. Hab ich doch. I can't wait to see what new pieces you find. Was muss ich tun? Muss ich das hier oben in sein Zimmer oder was? Hat er überhaupt hier ein Zimmer? Hallo, liebe Li. Wie geht's dir? Das habe ich aber auch schon gelootet, oder? Ja. Ah, jetzt wird mir wieder warm, jetzt wo der Regen aufgehört hat. Wie gebe ich ihm denn die Bilder? Oder muss ich das irgendwie... What's the good word, little Yowie Hunter? Oh, hey there, new kid. What are the kids playing today? Nee. Hilfe. Es ist hier aber auch nirgendwo. Gallery? Da. That is wallpaper. Ich das ihm hier drauf zeigen? Let me know if you find any more artwork for my collection. Ich bin überfordert. Ups. Eigentlich mal in die Follows gucken. Aber das kann ich auch nichts machen. Irgendwie müde, hab heute irgendwie viel geschlafen. Das Wetter ist so meh, aber sonst ganz gut. Und bei dir, euch, ja, irgendwie auch. Irgendwie ist heute der Tag auch richtig schnell rum. Haben wir auch hier noch ein bisschen im Haushalt gemacht, ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt sind wir heute Abend ja auf dem Konzert. Das erste Mal seit Corona. Wir haben extra noch einen Test gemacht, eben beide. Sind zum Glück negativ, können also hingehen.
Bin mal gespannt. Und ja, deswegen streame ich ja heute auch etwas früher. Aber wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange. Aber ich verstehe das hier mit den Bildern nicht. Warum kann ich nicht abgeben? Entschuldigung! Oh Gott! Oh, I hear you're on Craig's team. You'll look out for my son, won't you? Muss ich denn hier... Er hat mir das ja irgendwie hier gezeigt an der Wand. Das ist der Fernseher. Kann ja auch nicht wechseln. Wir gehen zu Chili Gonzales. So ein moderner Pianist, würde ich jetzt mal sagen. Mann, das nervt mich gerade. New kid, find any good yaoi lately? Yeah. Well, how do I give him to you? Ich speichere mal. Just in case. Wollte Spoiler hier schon im Exploration-Menü. Tja, Basic Interaction. Tja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich erst warten muss, bis... Ich... Hilfe! Wie, er mich auch einfach anguckt? Was soll ich tun? Ich hab... Ja, ich versuche ihm einfach zwei Bilder zu geben, aber es geht nicht. Und ich versuche jetzt alles andere. Und dann habe ich ihn auch noch angepupst, ja. Kurz mal googeln. Hör ich mal, während ich auf der Arbeit bin. Ja, hör dir mal ein bisschen was an von ihm. Ach Mann. Also wenn ihr noch eine Idee habt, wie ich ihm die Bilder geben kann, immer her damit. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier habe ich sie ja auch drin. Photo Gallery. Ich weiß nicht, muss ich da reingucken, wenn ich neben ihm stehe? Ja, glaube ich mal nachlesen, ob das irgendwie buggy ist. Komisch. Also der meinte ja, dass er mir was dafür gibt, aber ich glaube nicht, dass ich dann alle 41 einsammeln muss, ehe ich ihm was geben kann, oder? Weil er sagt ja auch immer, hast du was gefunden, was Neues? Ist ja schon so, als müsste man dann immer mal wieder mit ihm, interagieren. Danke, Andi, für den Eintrag im Schimpfwort-Kompendium. War zwar jetzt ein bisschen geklaut vom Spiel, aber ist nicht so schlimm. Damit ich es lerne, ne? Der Fickbärt. Na, PC? Okay, macht ein bisschen schlapp. Stimmt. Oh. Okay.
Das Spiel ist abgestürzt. Kackspiel, That was strange. An! Er sitzt wieder auf dem Klo. Sehr gut. Ja, dann. Er meint gerade, er hört es nochmal in der Cloud gespeichert, aber zum Glück haben wir eben gespeichert. Mal gucken, ob das überhaupt geklappt hat jetzt mit dem Sicherheitssafe. War es vielleicht buggy und wir konnten ihm das Ding nicht geben und dann ist er jetzt einfach abgestürzt? Also war er vielleicht... Vielleicht war das Spiel schon vor dem Absturz kaputt. Sehr sonderbar. Ja, hatten wir am Samstagabend. Es war aber diesmal nicht so viel los. Also war nur eine kleine Runde, aber hat trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Geotastic gespielt, mal wieder, nach langer Zeit. Und, aber ja, unser Standard-Community-Abendspiel. Und dann haben wir noch Codenames gespielt und zwei Runden Gartic Phone. Autosave the talk. Nee, ich nehme mal den Speicherstand lieber. Gartic Phone! So. I hear you're on Craig's team. You'll look out for my son, won't you? Nope. Hier will man noch nicht. Aber ich hab jetzt beide Bilder richtig. Oder habe ich jetzt nur noch eins? Nein, zwei. Okay. Dann versuchen wir es doch mal. Kann ich dir gleich zeigen, wie, falls das Spiel mitmacht? Ah ja, sehr gut. Das ging jetzt auch etwas schneller. Wir haben einmal das hier. Tweak and Craig Steaming Surprise. Kawaii. Und Push Me Higher. Und die sammelt er und deswegen wollte ich ihm die geben, aber irgendwie kann ich ihm die nicht übergeben. Nee, ich habe die jetzt nur in dieser Galerie drin, komischerweise. Ach, scheiße. Schon wieder aus Versehen gepupst. Sie sind irgendwie immer nur in dieser Galerie. Und ich habe die nicht im Inventar. Aber ich verstehe noch nicht so ganz. Also entweder müsste er ja dann getriggert werden, dass er sagt, ich sehe, du hast irgendwie zwei gefunden. Aber das geht da irgendwie auch nicht. Hab gerade nämlich gegoogelt und da war von einem anderen Bild die Rede.
Okay. Das heißt, muss man ihm erst ein anderes, hätte ich erst ein anderes Bild finden müssen, was quasi dann die Quest erst startet. Aber wir haben ja die Quest quasi gestartet. Er hat uns das ja erzählt, dass er die Sachen sammelt. Aber ja, vielleicht muss man die in einer gewissen Reihenfolge abgeben. Das kann natürlich auch sein. Dankeschön fürs Googeln. Also deren Haus habe ich eigentlich untersucht, ja. Eigentlich untersuche ich hier alles. War da ein Safe oder so? Kann natürlich sein, dass da noch was war, was gelockt war. Muss ich gleich nochmal gucken, Moment. Ich guck mal kurz dieses Haus hier noch an und dann gehen wir nochmal rüber. Ah, das ist Clydes Haus. Sexy Robot. Ein Soccerball. Das Poster. Ganz lame. Ja, man weiß ja nicht. Vielleicht fallen doch irgendwelche Kleinteile raus, die wir gebrauchen können. Zum Beispiel. Das bleibt hängen diesmal. Na gut. Dann keine Kleinteile. Can of Air Freshener. 17 Cent. Nice. Mountain Scout Mosquito Guide. Hilft das uns bei Mosquito? So. Die nächste Toilette. Oh, die scheint sehr einfach zu sein. Not bad. Easiest poop of my life. Oh nein. Wieso habe ich jetzt fresh Dingleberries bekommen? Wie geht's? Poop like the heroes. Na gut, das war überschaubar das Haus. Clyde scheint auch noch im Raisins zu sein. Mit den Mädels. Okay, dann wagen wir nochmal den in den anderen Screen zu gehen. Also hier. Ach nein, hier war auf, aber hier kamen wir noch nicht weiter, weil ich irgendwie die Flasche da oben noch nicht runterkriege. Dankeschön, Lee. Das aufräumen. So. What's the good word, little Yowie Hunter? I'm so glad to meet such a young art enthusiast. Oh, I hear you're on Craig's team. You'll look out for my son, won't you? Ach so, vielleicht, warte mal. Wir waren vorher zu einer Mission hier im Keller, aber haben uns dann nicht nochmal hier umgesehen. Sind denn jetzt schon wieder so viele Bots hier drin? Ich habe vor dem Stream auch noch was gebannt. Hier sehe ich aber auch kein Save. Oh, jetzt im Teamwork. Vielen Dank. Dann gehe ich nochmal hoch. Hier ist so ein Stuhl.
wir nichts machen. Über das Zimmer von der Schwester. What do you want? Can't you see I'm busy here? Nope. Collect more yaoi for my dad and then I'll consider it. Die macht erst ein Foto mit mir, wenn ich dem die Bilder gebe. Sehr sonderbar. Also safe sehe ich hier keinen. Und ich muss nicht... Find any good yaoi lately? Yeah, I did. Let me know if you find any more artwork for my collection. Wir sind im falschen Haus. Okay, aber das heißt, ich muss doch ein spezielles... Ah, okay, warte. Kann es sein, dass ich für mich 41 yaoi sammeln muss? Und er sucht aber ein bestimmtes, was eventuell in diesem Safe drin ist. Und das ist dann als Missionsitem oder so. Kann das sein? Aber das ist ganz schön verwirrend gemacht, vor allen Dingen, weil wir kurz vorher... Nee, er wurde ja auch erst getriggert, als wir das erste eingesammelt haben. Aber vielleicht akzeptiert er uns quasi jetzt auch als Sammler und deswegen gibt er uns jetzt die Quest. Naja, gut, dann schauen wir uns aber erstmal weiter um. Hä? Nochmal? Hm. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt die Sperre kaputt gemacht, aber da brauchen wir dann scheinbar doch noch was anderes. Nein, hier ist ja auch zu. Na toll. Das ist Wendys Haus? Ja. Oh, das habe ich sogar von draußen erkannt. Nice. Was ist das denn? Ein Affenkissen? Gib mir das! Das habe ich auch. Da sitze ich gerade drauf. Ja, ist ein anderer Gesichtsausdruck, aber. Ich hab das nicht ausgepupt. Quatsch, Krabbe. Ich sitze auf meinem Gesicht. Ja, Quatschis. Ich zeige euch nie wieder was. Well, what do we have here? Welcome to my man cave, kid. Well, more like my man kitchen. Welcome to my man cave, kid. Well, more like my man kitchen. Mimba Capri, son. Oh, those are the greatest. I remember. Oh, I remember. Hi, Mimba Capri, son. Sure, I remember him. He was fantastic. Der Erlustig, der hat aber eine andere Sendung gesagt. Ja, das wurde mit Takeshis Castle übersetzt. Aber was hat er im Original gesagt? Oder hat er Beat Takeshi gesagt? Ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Aber ein Member Capri-Sonne und ein Member Takeshis Castle. Ihr auch? Wie lange spielst du noch? Gehe ich vor oder nach dem Essen duschen? Ich schaue jetzt eigentlich nur noch diese drei Häuser hier an. Falls das überhaupt schon... Das ist schon das letzte Haus. Weil das hier war geschlossen. Also ich gucke jetzt eigentlich nur noch dieses Haus an und höre dann auf. Und ja, ich weiß aber nicht, ob wir danach direkt schon essen. Deswegen denke ich, dass du erst vorher duschst, oder? Oder wolltest du direkt essen nach dem Stream? Ja,
The first unicorn. Do you remember the first unicorn? Dann spiele ich nach dem Stream Life is Strange. Oh, auf dem Stream auch? Oder spielst du das für dich? Oh, hier ist auch wieder so ein Ohr. Das ist wahrscheinlich für eine spätere Fähigkeit. Remember the last unicorn. Na gut. Schon langsam Hungi. Ja, ich auch. Aber dann haben wir nachher beim Konzert mega Hunger, oder? Weiß nicht, ob wir zwischendrin noch mal was anderes essen sollen. Ja, das kann ich ja auch verstehen, Lee, wenn du das nur für dich spielst. Ein Fischi als Snack. Hi, Wendy. Ready to upgrade your look? You came to the right place. Ach ja, da war ja noch was. Das große Makeover. What's new, new kid? Still giving everyone the silent treatment? Let's take a selfie and be Kunstagram friends, new kid. Irgendwas war mit dem Fischi nicht gut. Oh nein. Genug mit Hollow Knight beschäftigt, das stimmt. Nice. See you on the gram. I might follow you when your wardrobe is a little more palatable. Hier ist noch ein Dings. Ups. Gaze of Thunder. Check out my new items. They're amazing. So, der Shark Suit. Devil Mask, Shark Hood. Funky Haare, Wavy Haare. Chin Pubes. The Strap. Thin Goat. Wizard Beard. Librarian Glasses. Shark Glasses. Eyeliner. Feathered Lashes. Thin Eyeliner. Und ein Rezept für den Witch Circle. Circlet? Witch Suit. Okay, aber du willst jetzt sowas, dass ich was bei dir kaufe, oder was? Das ist ja frech. Scarlet Witch! Hm. Ja, ich frage jetzt, ob wir uns hier die Anleitung kaufen. Okay, danke. Auf das Shark-Kostüm habe ich aber ja nicht so Lust, muss ich gestehen. Vielleicht noch die Shark-Glasses, aber... Oh, that'll look good on you. Nehmen wir mal den noch, zumindest. So. Kann ich hier noch was verkaufen dafür? Human Builds. 4 Cent, 10 Cent. Achso, ich kann noch mehr verkaufen. Guck mal. So, mehr als 100 brauche ich ja wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt ist er immer noch 50, das ist ja doof. Naja. So, gehen wir nochmal von vorne. So. Okay, bye bye. I might follow you when your wardrobe is a little more palatable. Opa. Entschuldigung. Ich gehe immer. Bei mir ist Y halt die Menütaste. Eieiei. Ah, da habe ich noch gar nicht den Rank für. Gefällt dir das besser, Baby? Also wenn das jetzt nicht cool ist, weiß ich auch nicht.
hatte ich hier noch? Oh, neue Klos hatte ich noch. Sharkies. Furzäffchen. Boop. I'm here for your hair. Okay, bye-bye. I might follow you when your wardrobe is a little more palatable. Was soll denn das denn heißen? Let's accessorize. Da brauche ich noch mehr Sachen, weil ich keinen Bart habe und sowas. Ich kann ja einfach so einen Steve Aoki Bart hier reinmachen. Das ist der Randy Marsh Bart. Social media with people who aren't at the top of their fashion game. Sorry. Dann ziehe ich jetzt mal nur Sachen an, die ich bei ihr gekauft habe, oder? Ja, die Devil Mask, den Shark Suit. Ja gut, die hatte ich schon. Brille. Ja, das war kein Bart. Das haben wir in der ersten Folge schon angeschaut. Aus Corona-Crap. I can't really social media with people who aren't at the top of their fashion game. Sorry. Let's upgrade your look. Gorge. Good choice. I'm like the Cinna to your Katniss now. It's kind of amazing. So. Wenn das jetzt nicht hilft, dann hat sie mich richtig reingebaitet in ihr, in ihr Business. Also sorry, aber noch geiler geht doch nicht. Also davor sah ich besser aus auf jeden Fall, aber jetzt habe ich hier auch alles abgekauft. So ein Scheiß. Das war gemein. Das ist schon sehr fashionable, ja. I don't know. War das überhaupt meine Haare? Ich hoffe. Oh, Bart brauchen wir dann nicht mehr. Make-up will ich auch nicht. Und hier brauchen wir wieder meine Sterne. I can't really social media with people who aren't at the top of their fashion game. Sorry. Kommt davon. Krasse Sonic Nerd Vibes, stimmt. Breast Firming Cream, okay. Shake Weight.
bis Stevens Toilet. So, das machen wir noch. Ja, doof, ey. Mit den Bildern und jetzt mit dem Umkleiden. Das war natürlich beides sehr ungünstig, dass es jetzt nicht geklappt hat. Weiß auch nicht, ob wir dann später irgendwelche hochwertigen Klamotten irgendwie finden müssen. Shake it off. Moonfish. Eieiei, da kam aber viel raus. Hatten wir denn? Wir hatten jetzt noch ein Yaoi gefunden, ne? Ich schaue nochmal kurz, ob das jetzt hilfreich war für Craigs Vater. Nein, ein falsches Haus. Ich habe es fast befürchtet. Verdammt. Doch noch ein zweiter. Gibt's auch bestimmt wirklich als Becher, oder, Andi? Let me know if you find any more artwork for my collection. Nope. Tja. Dann war das scheinbar noch nicht das Richtige. Ich werde das vielleicht auch noch mal kurz... Waschmaschine klingelt. Alles klar, Andi, dann sag ich dir schon mal ciao, weil wir jetzt auch aufhören werden. Noch einen schönen Montagabend und bis die Tage. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unsatisfying hier mit den Bildern und dem Umziehen. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur so ein Hinweis darauf war, dass sie jetzt da als Händlerin irgendwie aufgetaucht ist. Weil wir haben es ja auch nicht als Quest. Das ist ja keine richtige Quest. Ach so, ja, okay, ciao. Es gibt 41 Bilder, ich soll aber 10 finden für Dingsbum. Alles klar. Now I got it. Vielen Dank, Andi. Bis bald. Ja, dumm. Okay, aber jetzt habe ich das wenigstens verstanden. Alles klar. Gut, das nächste Mal würde ich gerne erst zur Polizei gehen, bevor wir die Hauptquest weitermachen. Das wäre dann, glaube ich, hier einfach. Und dann können wir hier zur Church gehen und auf dem Rückweg hier zur Schule. Das ist so ein ganz guter Plan. Okay, und das hier ist dann wahrscheinlich wirklich nur der Store. Nun gut. There we go. Okay. Vielleicht gibt der uns dann auch einfach sein letztes Bild aus dem Safe oder sowas. Ich weiß nicht, was du da eben jetzt gelesen hattest mit dem... Was ist das jetzt mit... Nein, nicht loaden. Saven. Alles klar. Gehen wir schon mal raus, damit die Zeit auf Steam nicht zu hoch wird. Ach, eieieiei. Das war ja ganz schön aufregend. Da haben wir noch einige Kämpfe heute erledigt. Einmal kurz die Klasse gewechselt. Aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen angenehmer dadurch, dass die anderen, die ich dann spiele, also dass ich nicht immer nur A Quicktime-Event drücken muss. Das finde ich, glaube ich, auch ein bisschen spannender im Kampf. Und bisher fand ich jetzt die Mischung ganz gut, weil die anderen ja auch eher so ein bisschen schlägerig drauf sind. Und jetzt haben wir eigentlich das coole Outfit von der ersten Klasse und spielen jetzt erstmal mit dem Feuerding.
Und ja, hat er auch gesagt, dass man eventuell später nochmal eine andere Klasse auswählen kann. Und wahrscheinlich ja auch muss, sofern nicht alle Leute im Raisins dann ein Selfie mitmachen will, scheinbar. Könnte ich mir vorstellen, dass man da wirklich jedes Mal mit einer eigenen Klasse reingehen muss, um die entsprechenden Personen zu fotografieren. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist wieder, also wenn man da 100% machen will, ist es wahrscheinlich wieder extrem umfangreich, das Spiel. Ja, wahrscheinlich nächsten Montag, wenn jetzt in meinem Plan nichts anderes steht. Nee. Nächsten Montag habe ich soweit nichts anderes vor. Deswegen wird es dann mit meinem generellen Streaming-Tag auch weitergehen. Und dann gucken wir einfach mal. Jetzt so 3 Stunden sind schon ordentlich für das Spiel. Ich hatte ja auch mal kurz überlegt, ob man dann ein bisschen kürzer die Sessions immer macht. Weil es vielleicht auch zum Zugucken nicht so super spannend ist dann für so lange Zeit. Aber würde ich dann mal gucken. Also, weil ich ja dann eh Montagabend wahrscheinlich nicht so lange streame. Vielleicht sind so 2 Stunden ja dann auch okay. Sonst müssen wir noch ein bisschen was Kleines einschieben oder immer mal im Wechsel spielen. Aber das würde ich dann ein bisschen davon abhängig machen, wie meine Lust ist. Wenn ich jetzt auch irgendwie montags merke, oh Gott, jetzt noch 2 Stunden South Park, nicht so Bock. Kann es auch sein, dass wir dann erstmal was anderes spielen. Das will ich jetzt mal noch nicht. Ich mich ja jetzt noch nicht mal hundertprozentig festlegen, damit man noch so ein bisschen Puffer hat. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wer denn heute überhaupt streamt um diese Uhrzeit. Das ist jetzt völliges Chaos. So früh bin ich ja normalerweise nicht fertig. Aber Mel hat schon angefangen. Hä, wieso habe ich denn das nicht gesehen? Ist sie schon dran seit 17 Uhr? What the heck? Sie hat mir gar nicht Bescheid gesagt. Es war nicht so klar, ob sie überhaupt so früh anfängt zu streamen. Deswegen dachte ich jetzt so, okay, da müssen wir jetzt noch jemand anderen streamen, aber ihr könnt später noch bei Mel reingucken. Eieiei. Na gut, dann haben wir ja jemanden, den wir raiden, nämlich die liebe Mel. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus dem Chat. Und vielleicht auch schon von ihrem Stream, aber schaut da gerne mal vorbei und folgt ihr auch. Denn sie spielt gerade wieder was ganz Knuffiges, glaube ich. Passend zu ihr. Die ist nämlich auch ganz knuffig. Ja, ich hatte ihr extra gesagt, zwischen 17 Uhr, 17:30 Uhr so ungefähr. Aber dann hat sie sich ja doch dazu entschieden, ein bisschen früher zu starten. Dann passt das ja jetzt. Sehr schön. Little Witch in the Woods heißt das Spiel, genau. Ja, sind wir mal gespannt, was sie da so anstellt als kleine Hexe. Erinnert mich so ein bisschen an Kikis Lieferservice. Und wir sehen uns dann. Sehen wir uns schon am Samstag? Ja, wir sehen uns am Samstagabend noch zu einem Special Stream. Aber dann bei Krabbe auf dem Stream. Da findet ihr ja auch hin, ne? Den kennt ihr auch. Aber da werde ich auch vorher nochmal was posten, damit ihr den Link habt. Da spielen wir ein Spiel. Zu viert, wo man so ähnlich wie Jump King und Get Over It, wo man immer ganz viel runterfällt und wieder von vorne anfangen muss und sich ärgert. Es wird bestimmt sehr lustig. Nehmt euch gerne jetzt noch die Raid-Message mit. Ansonsten sehen wir uns Samstag oder Montag dann wieder mit South Park. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Macht's gut!